Heute ist große Pressekonferenztag im Campo Bahia bei der deutschen Mannschaft. Ja. Das Ganze mit Hansi Flick und mit Toni Kroos. Thomas, wenn du dir das Spiel nochmal durch den Kopf gehen lässt gegen Portugal, was muss denn für dich gegen Ghana noch besser werden? Ich finde, wir haben noch viel Luft nach oben. Also das Ergebnis war top. Das muss man einfach sagen. Wir waren extrem effektiv. Wir haben aus den Möglichkeiten, die wir dann eben hatten, dann eben auch die Tore gemacht. Hatten den glücklichen Umstand natürlich auch mit der roten Karte. Dann in der zweiten Halbzeit brauchten wir nicht mehr groß was machen. Spielerisch hat mich das noch nicht überzeugt, muss ich ganz klar sagen. Im Spiel nach vorne haben wir, als es 11 gegen 11 noch war, auch in der ersten Halbzeit nicht wirklich zwingend gespielt. Wir hatten keine klaren Torchancen aus dem Spiel heraus. Der Elfmeter war für mich keiner, den man geben muss, also so klar war er nicht. Beide haben gerangelt, zweite Tor war Standardsituation von Mats Hummels, wunderschöner Kopfball. Ja, und ansonsten haben mich eigentlich die Portugiesen total enttäuscht. Also es war ein katastrophaler Auftritt. Ich glaube nicht, dass das der Maßstab ist und wir müssen noch deutlich zulegen, um am Ende auch da den Titel holen zu können. Das sind deutliche Worte, Martin. Würdest du das so unterschreiben? Wo war für dich auch noch so der Knackpunkt, wo muss unbedingt noch was getan werden im deutschen Team? Ich glaube, das zweite Spiel wird jetzt entscheidend sein. Wir haben es bei allen Turnieren eigentlich zuletzt unter Jogi Löw gehabt, dass im zweiten Spiel große Probleme da waren. Vor 4 Jahren verloren das zweite Spiel, dann im dritten Spiel gezittert. Damals war das dritte Spiel gegen Ghana. Ghana muss gewinnen auch, kann die Aufgabe erleichtern, kann sie aber eben auch entsprechend erschweren. Wenn die da mit Druck kommen und mal ein Tor schießen, dann sieht so eine Konstellation natürlich ganz anders aus. Von daher, da bin ich echt mal gespannt drauf, ob sie das jetzt fortsetzen können, die Ansätze, die sie gezeigt haben. Ich finde schon, es war ein sehr gutes Spiel, ist aber auch sehr viel eben, da stimme ich Thomas zu, für die deutsche Mannschaft positiv gelaufen. Wir kriegen den Elfmeter, die Portugiesen kriegen ihn nicht. Und Chancenverwertung war diesmal gut, aber letztlich bei Thomas Müller, kann man sagen. Ja, weil darauf fokussiert sich ja aktuell weil Götze, alles, ne? Götze und Özil müssen den Ball natürlich auch reinschießen und Khedira eigentlich auch. Ja. Also es sind so ein paar Kleinigkeiten. Aber ich glaube, sie sind auf einem sehr guten Weg. Ich war positiv überrascht. Vielleicht war es für die Portugiesen zu heiß. Okay, stimmt. Hat der Bento ja gesagt, sogar vorher schon. 13 Uhr geht gar nicht, wo ich gedacht hätte, die werden. Bei denen ist es gewohnt. Viel wärmer als bei uns im Schnitt in Deutschland. Aber die spielen ja viel in England, also. Genau. Oder in Spanien abends um 22 Uhr.